Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um die AR-70. Und zwar, es gibt ja eine Beretta AR-70, jedoch verstehe ich nicht, was der Zusammenhang ist zwischen den beiden Waffen. Warum da jetzt das Beretta ausgelassen wurde. Naja, die ähneln sich auch irgendwie gar nicht. Denn eher sowas wie eine M4, so daran erinnert sie mich. Also die AR-70, aber egal. Kommen wir zum Review. Auf jeden Fall die AR-70. Wo ihr sie bekommen könnt, aus dem Slot der Ticket, eben halt, das ist sozusagen ein Trostpreis. Denn, wie gesagt, ein Trostpreis für 30 Tage, glaube ich, war das. Und zwar, es war das dritt- oder viertplatzierte, was man gewinnen konnte. Der Erstpreis war ja dieser Char und dieser zweite war M14 Gold oder Ultimate Gold. Ich bin mir nicht sicher. Also da habe ich mich nicht informiert. Auf jeden Fall die AR-70. Ist eigentlich eine sehr schöne Waffe, nur was ein bisschen komisch ist, also ich habe immer, also als ich mich damit eingespielt habe, war das eben halt so, immer wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Munition, also sie hat 50 zu 50 Munition, eben halt 100 insgesamt, war das eben halt so, man ist immer gewöhnt nachzuladen, wenn man einen getötet hat oder eben halt sicher ist. Und das war eben halt so, euch geht die Munition langsam aus und dann hat sie aber 50 Bullets in einem Magazin. Habt ihr schon 50 Bullets weggeschossen, könnt ihr nicht mehr nachladen und dann drückt ihr umsonst auf R oder wo auch immer ihr nachladen habt. Auf jeden Fall ist es echt komisch, denn er macht dann nichts und naja, ist ein bisschen ungewohnt. Egal. Auf jeden Fall ganz lustig, diese Waffe. Es ist eine Rifle, also ich dachte, durch ihren Sound ist sie eine SMG, aber ist eine Rifle. Also auf den Kopf macht sie instant 100 Damage, auf den Körper macht sie an die 29 bis 34 Damage. Da schwenkt das, also da schwanken die Damage, also die, naja, die Abschüsse schon sehr. Also ich komme auch nicht wirklich mit den Spray klar, aber was soll's. 19 bis 20 Damage auf die Füße. Reload-Time beträgt 2,2 Sekunden. Das Magazin ist in 4,2 Sekunden leer geschossen, also gute ganze 2 Sekunden mehr. Sie ist eigentlich eine sehr schöne Waffe, denn ich finde, sie ist auch nicht wirklich weit schwer. Sowas wie eine M4 würde ich eher schon sagen. Aber es lohnt sich wirklich, das Log der Ticket zu holen. Auf jeden Fall, ihr könnt ja die M14 EBR Gold holen oder eben halt diese Char, ich weiß nicht. Das ist eine Female Char. Aber okay. Ist okay. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, dass das eigentlich eine sehr schöne Rifle ist. Das ist zudem die Rifle, die jetzt wirklich am meisten Munition hat, nicht mal die Beretta AR-70 Red Dragon, hat so viel, denn die Beretta hat gerade mal, waren das 40? Ja, 40. Auf jeden Fall, die hat 50 Bullets in einem Magazin. Zwar ist das mit dem Reload ein bisschen behindert, aber passt alles schon. Ich meine, ganz ehrlich, ich mag die, naja, es ist jetzt so, ich muss sagen, ja, okay, ich mag sie. Ist eigentlich okay, die Sache. Nimm halt, was mich aufregt, ist das mit dem Nachladen. Ich drücke immer auf R und dann passiert nichts. Zudem, was noch ganz cool ist, das seht ihr am Ende, das ist nämlich der Nachladezyklus, sag ich jetzt mal so. Auf jeden Fall, wie er eben halt nachlädt, das sieht aus, als ob er die Welle macht, wenn er das Startmagazin nimmt. Und das Startmagazin, achso, das ist auch die zweite Waffe, die ein Stabmagazin hat. Zum Beispiel die P90 hat ja ein Stabmagazin, eben halt dieses Magazin, was man oben reinsteckt. Und ja, auf jeden Fall ist es schon recht komisch, denn auch wenn ihr das jetzt in der dritten Person seht, wie jemand nachlädt, ist das eben halt so, dass er ganz normal unten ein Magazin raussteckt und wieder reinsteckt. So sieht das aus. Also bei der ganz normalen Waffe, so sieht das eher aus. Also ist ein bisschen verwirrend. Obwohl das Magazin vorne über dem Frontgriff ist oder eben halt über dem vorderen Griff, keine Ahnung, wie man das nennt, da, ja. Okay, und ja, eigentlich diese Waffe ist, also ich würde sie nicht gut und nicht schlecht bewerten, denn so eher in der Mitte, denn eigentlich ist es eher so eine Fun-Waffe, würde ich sagen. Man kann zwar wirklich gescheit damit welche umbringen, auch einen Killstreak damit vollenden, denn Reload-Time geht voll und, naja, ist eigentlich durchschnittlich. Und besonders an der Munition ist wirklich viel vorhanden. Und wenn ihr auf den Kopf genau schießt, dann macht sie auch nur ein Schuss, ein Kopfschuss ist auch ein Treffer. Also, na, ist ja klar, aber ein Schuss eben halt und das auf dem Kopf ist er sofort tot. Was da los?
Auf jeden Fall, ich kann sie euch nur empfehlen, also darauf zu spielen. Ihr müsst einfach nur Zombie-Mode spielen und ein paar Tickets kaufen davon. Und dann bekommt ihr das mit ein bisschen Glück. Ist ja genauso was wie Crates, also diese Gold-Crates zu bekommen oder sowas. Bei den anderen Zombie-Mode-Matches. Und ja, wenn ihr mich abonnieren würdet, genauso wie meine Partnerkanäle, schaut einfach mal vorbei. Vergesst nicht abonnieren, favorisieren, liken. Lasst einfach mal einen Kommentar da, wie ihr es fandet oder was ich verbessern könnte oder wie auch immer. Naja, teilt es euren Freunden, sagt denen Bescheid. Die sollen auch bei den Partnerkanälen zuschauen und bei mir erst recht. So wie abonnieren und ja, ich würde mich über ein Feedback freuen. Also, bis dann. Tschö. Dankeschön an Benjamin1, der mir seinen Account geliehen hat.